Das Caritas Kräutercafé auf dem Laaer Stadtplatz ist eine Erweiterung der Laaer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung. Es ist Kaffeehaus, Werkstätte und Geschäftslokal in einem. Hier gibt es Kaffee, Tee, Kuchen sowie kleine Gerichte und vor allem eine tolle Frühstückskarte. Hier im Caritas Kräutercafé gibt es ab sofort einige Neuerungen zu den bereits bestehenden Angeboten. Es wird jetzt alle zwei Wochen am Samstag das Kräutercafé eröffnet mit Frühstücksangeboten. Es wird auch Toastangebote geben und es hängen auf den Fenstern jeweils Plakate, wo die Samstagöffnung dann oben steht. Also es ist von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Es gibt das Frühstücksangebot, das klassische Frühstück, das vegetarische Frühstück, das kleine Frühstück und Toast werden auch angeboten. An jedem zweiten Samstag ist das Caritas Kräutercafé jetzt geöffnet. Ihr habt aber noch einige Veranstaltungen mehr bis zum Jahresende sozusagen. Genau, also als nächstes Highlight haben wir am 31.10.2015 ein großes Halloween-Buffet geplant von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Kräutercafé, wo wir unsere Gäste halt mit sowohl süßen als auch bekannten Frühstücksspezialitäten verwöhnen möchten. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn die Leute den Tag, der eigentlich oft sehr ausgebucht ist, mit uns beginnen möchten. Das würde uns sehr freuen. Und dann so quasi als Jahresabschluss hätten wir dann noch den traditionellen Adventmarkt, den es ja jedes Jahr bei uns in der Caritas gibt, am 28. November im und um das Kräutercafé von 9 bis 17 Uhr. Und da würden wir uns halt auch freuen, wenn viele Gäste kommen, viele Besucher kommen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und es gibt viele Weihnachtsdekoartikel, viele Weihnachtsspezialitäten und es gibt natürlich dann auch die ganze Vorweihnachtszeit bei uns im Kräutercafé zu kaufen. Also wenn irgendjemand dann noch ein kleines Geschenk für jemanden sucht, sind es bei uns richtig.